Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Lufia. Ich hatte mit der letzten Folge wahrscheinlich den stressigsten Part irgendwie hinter mich gebracht. Es lief alles nicht so ganz optimal, zumal ich die letzte Folge quasi zweimal aufgenommen habe und wegen dem ein oder anderen technischen Problemchen nochmal zum zweiten Mal Anlauf nehmen musste. Und ich hoffe einfach mal, dass uns heute die Goldgolems fern bleiben. Ich habe aber so langsam auch das Gefühl, Steinpanzer, warum ist denn der ganz oben? Normalerweise werden die neuen Sachen doch immer ganz unten eingeordnet in der Liste, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass ich es nicht mehr lange machen werde hier in dieser ach so wundervollen Ahnenhöhle, denn in der letzten Folge schon wieder voll die Sprachfehler hier. Da habe ich schon zum ersten Mal nach langer Zeit wieder das Gefühl gehabt, dass es das jetzt gewesen ist und dass hier Ende Gelände ist. Inzwischen habe ich so ein bisschen den Dreh raus, wie man gerade gesehen hat, was die Annäherung an diesen Gegner anbelangt. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Das heißt, diesen Kampf werden wir jetzt auch ohne größere Schäden überstehen. Also wenn wir hier den Angriffsvorteil haben, dann sind die unproblematisch. Ich finde es trotzdem ein bisschen blöd, dass die auf der Etage jetzt immer noch sind. Das Problem ist nur, in diesen Stockwerkbereichen ist jeder neue Gegner wahrscheinlich auch ein potenzieller Tötungskandidat. Also Tötungskandidat dahingehend, dass er uns töten könnte und nicht andersrum. Und jetzt aktuell bin ich einfach nur dankbar für alle 5 Etagen, die ich so nach und nach irgendwie gestemmt bekomme. Ich nehme den Part jetzt übrigens bei offenem Fenster auf. Bitte das zu entschuldigen, falls ihr komische Hintergrundgeräusche hört, weil es hitzebedingt hier ansonsten kaum auszuhalten ist. Also das offene Fenster bringt jetzt auch nicht so viel, aber ab und zu kommt mal ein kleines Lüftchen durch. Ja, das typische Gamer-Phänomen, was man immer mal wieder hat, ne? Ich beneide all diese Menschen, die irgendwie so einen kühlen Keller haben, wo sie sich im Sommer zurückziehen und da daddeln können oder so. Also, ja, das habe ich leider nicht, aber hey, ich habe mich jetzt die letzten Jahre auch durch die Sommerzeit immer irgendwie durchprügeln können. Und das aller erfrischendste wäre ja, wenn wir jetzt hier durch diesen Part ganz smooth auch durchkommen würden und es hier ohne bleibende Schäden irgendwie durchgeht. Warte mal, ich habe hier gerade Probleme mit einem Kabel. Okay, alles gut, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und noch viel cooler wäre es, wenn jetzt das hier der letzte Gegner wäre. Ja, ich weine immer noch so ein bisschen dem ersten Versuch hinterher der letzten Folge, wo ich ja den Phönixzauber mitgenommen habe. Theoretisch könnte ich den jetzt auch anderswo noch finden. Ey, diese Kraftsäfte, ne? Das bringt mich noch auf ein anderes Thema. Warte mal, erstmal muss ich mich dazu entschließen, wer das Ding bekommen soll. Kraftsaft steigert den Stärkewert. Ich würde das, glaube ich, ganz gerne Maxim geben, einfach so aus dem Bauch heraus. Weil die verbesserte Stärke habe ich lieber so früh wie möglich im Kampf. Und dadurch, dass Maxim früher austeilt als Guy, ist das, glaube ich, sinnvoller, ihm das zu geben. Wobei das am Ende wahrscheinlich auch nicht so den Unterschied macht. Aber mal gucken. Irgendwo muss man ja ansetzen. So, dich kennen wir, glaube ich, noch. Das sind, glaube ich, diese Frost-Eisdrachen, wo es mir in der letzten Folge erstaunlich schlecht gelungen ist. Jawohl! Hier einen Kampfvorteil rauszuholen. Also wenigstens das scheint hier, zumindest in der Anfangsphase dieser Folge, ganz gut zu funktionieren. Yep, keinmal Schaden gefressen, so darf das gerne weitergehen. Ich habe den Kampf jetzt mal rausgeschnitten, weil wir haben uns den... Oh, da ist schon wieder der nächste Golem. Ich kriege die Krise, ey, ohne Witz. Und das werden bestimmt noch 5 weitere hier auf der Etage, oder? Also irgendwie wundert mich langsam gar nichts mehr. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was die Abstände hier angeht, also wie weit man sich den nähern darf. Ich glaube, das war ganz gut. Jawohl. Okay. So, wir kommen natürlich so aber mit unseren Zornpunkten auch nicht weiter voran. Das ist vielleicht der einzige Nachteil. Ich glaube, die Stahlsalve, die gönne ich uns jetzt mal nochmal. Und auch wenn das langweilig ist und ich weiß, wir kriegen ja alle schon wieder mega den Donner-Tunnelblick, so ist das doch leider aktuell der effizienteste Zauber, den wir haben.
Also was heißt leider? Ich glaube, die Animation von Donner dauert nicht so lange wie die von Drache. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, müsste sich mal jemand mit einer Stoppuhr ransetzen. Aber wir gucken mal. Also solange ich genug Raum habe, sage ich mal, um mich diesem Gegner hier anzunähern. Ich glaube, der letzte Schlag mit Guy wäre besser aufgehoben, wenn ich den auf den mittleren losgelassen hätte. Es kann aber passieren, wenn Guy jetzt als letztes angreift, dass der letzte Schlag dann auf den mittleren geht, dadurch, dass Rolf sich jetzt hier gerade eingemischt hat. Gucken wir mal, wie das läuft. Ey, drücken wir einfach die Daumen, dass in der nächsten Etage diese Gegner nicht mehr da sind. Die sind halt auch ultra langweilig, ne? Weil ich habe keinen mega effizienten Zauber gegen die. Und die sind halt so eine tickende Zeitbombe, weil die können gar nichts, außer halt diesen, ja, übertrieben starken Angriff. Oh, das ist schon wieder so eine Schadensverschwendung. Guy hätte den anderen hier schon wieder fast gefinisht, aber egal. Ja, Rolf macht auf jeden Fall mit. Der hat den letzten Kampf, den ich gerade rausgeschnibbelt habe, übrigens auch wieder mit einem Wutanfall beendet. Also kann man auf jeden Fall nicht klagen. Nee, warte. Ich wollte nicht Donner. Mit ihr wollte ich einmal Sog einsetzen. War Sog bei denen sinnvoll? Ich glaube ja. Wenn Atea den jetzt nicht umnietet, was sie nicht tut. Okay. Dauert dann zwar ein, zwei Sekündchen länger, aber hey. Wir müssen ja vorausschauend planen und guck mal, was die hier abwerfen. Also wenn sich das nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht. Und das war's dann mit dem. Okay, ich brauche einen neuen Hassgegner. Ich glaube, mit denen habe ich mich jetzt inzwischen irgendwie arrangiert. Angefreundet nicht, aber arrangiert. So, kann es sein, dass die ersten Etagen jeder Aufnahme irgendwie immer relativ kurz ausfallen? Also in dem Fall stört mich das jetzt nicht. Ich vermisse meine Salamander-Viecher. Ich möchte einfach nur Gegner haben, wo ich mit den Zaubern, die mir aktuell zur Verfügung stehen, einfach mega viel Damage austeile. Und dann, ey, die Tür hätte ich fast ausgelassen. Ich habe gerade kurz überlegt, in die Treppe zu gehen, weil ich mir dachte, ich habe hier sowieso alles und dann das hier. Also, okay. Bisschen mehr Konzentration kann auf jeden Fall nicht schaden. Nee, warte mal. Ich glaube, Maxine könnte auch noch ein bisschen Heilung vertragen. So, und bei denen ist das irgendwie mehr Glücksspiel als bei den Golems. Ob das hier... Ach, guck mal, hier kann ich die Kiste so ein bisschen als Schutz für mich nutzen. Ich glaube, die haben die 180-Grad-Drehung drauf. Na, toll, ey. Ich glaube, die können sich aus dem Stand heraus im letzten Moment noch umdrehen. Und das macht die Sache so gefährlich. So, hier wird es jetzt unbequem. Jetzt müssen wir wieder hoffen, dass sie nicht... Ja, da ist er. Ich habe in der letzten Folge so viel von diesem Kältehauch erzählt und der kam nie. Ja. Also wenn das jetzt alle drei machen, ne, muss man ein bisschen rechnen. Es könnte sein, dass die Leute das ganz knapp überleben würden. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt auf die Probe stellen wollen. Wenigstens verteilen die ihre Angriffe, aber warum auf die Mädels? Ich dachte, die in der ersten Reihe stehen, stehen im Fokus des Gegners. Und ich erlebe hier ständig das komplette Gegenteil. Mann, ey. So kann Guy bitte auch den Rechten attackieren. Oh, ihr seid solche schlechten Taktiker, ey. Ohne Witz. So, was mache ich jetzt? Ich glaube, wenn die Jungs jeweils einmal zuhauen, dann war es das auch für die. Ich hoffe, dass Selans Heilung einmal... Ah, ich werde jetzt auf Nummer sicher gehen. Ich hätte jetzt gerne mit Atea Sog genommen. Aber ich traue mich nicht. Ich werde jetzt mit beiden Mädels nochmal stärken. Ja, dadurch wird jetzt wahrscheinlich der Linke nicht verrecken, ne? Und ich bin jetzt mit beiden Jungs auf den linken Gegner gegangen. Oh, das gibt's doch nicht. Ich meine, das ist gut für unsere Zornpunkte. Lass uns versuchen, das Positive zu sehen. Der Linke wird ja jetzt hoffentlich nichts mehr machen. Der hat sich ja geheilt. Oder? Vor dem sind wir hoffentlich safe. Ja, sieht gut aus. Okay, dafür müssen wir jetzt nochmal in die dritte Runde. Ah, nee. Rolf macht den Sack zu. Sehr schön. Der ist am Ende der letzten Folge schon so aggro gewesen. Das fand ich gut. Das soll er sich bitte gerne beibehalten. So, aber erstmal ein bisschen Heilung für alle. Ja, jetzt geht's allen gleichermaßen gut. Das ist fantastisch. Dann gucken wir mal, was hier... Ach, nee. Hä? Ach so, ich bin... Irgendwie war in meinem Kopf gerade voll das Bild verankert, dass wir gerade eine Etage frisch und neu betreten haben. Aber das ist jetzt erst der Fall. In der 67. So.
Ja, aber warte mal. Ach nee, hat alles seine Richtigkeit. Ich habe mich gerade gefragt, warum habe ich in der 66 angefangen, aber das fing ja immer so an. Ach, komm ey, es ist ultra heiß draußen und meine Birne ist einfach nur Matsch gerade. Die Gefahr ist heute echt extrem hoch, dass ich irgendwelche Fehler mache. Egal ob entscheidungsmäßig oder wie ich mich hier fortbewege durch die Etagen. Mal gucken. Also das da unten müssten auf jeden Fall die Zwingse sein. Ja, gar nicht so verkehrt, wenn wir hier auch mal einen Angriffsvorteil hätten, aber naja, die sind so ein bisschen auf mich ausgerichtet. Ich glaube, das wird nichts. Keine Risiken eingehen. Was war denn bei denen nochmal? Ich glaube, bei denen war Donner auch wieder ganz gut. Ja, komm, ey, die lasse ich jetzt einmal drin. Die haben wir beim letzten Mal nicht so oft gesehen, glaube ich, wie die Eisdrachen. Ich gucke nochmal auf meine schlaue Liste. Ja, Donner gut, Sog sinnvoll. Das war meine schlaue und werthaltige Notiz vom letzten Mal. Das heißt, wenn wir hier noch eine zweite Chance, also eine zweite Runde haben, dann werde ich hier die Chance nutzen, um Sog einzusetzen. Dann ist Antea wieder fit. Und dann gucken wir mal, was hier auf der Etage so alles auf uns wartet. Aber ich glaube, ja, sie kriegt ihre Chance noch. Wenn das funktioniert, dann macht das konfus. Hatten wir das Thema in der letzten Folge? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war der erste Aufnahmeversuch, wo mir das aufgefallen ist. Bin mir aber gerade nicht mehr sicher. Aber das ist jetzt wenigstens wieder blind. Also jetzt weiß ich... Boah, was? Der ist nicht tot. Okay. Ja, von mir aus dann halt auch so. Dann macht sie nochmal Donner und sie nimmt einmal Sog. Ich hoffe, dass bei Gegnern, die kurz vorm Verrecken sind, dass der Sog-Zauber nicht automatisch ineffektiver ist. Aber 98 war, glaube ich, Standard. Bei ihr. Und für Atheas Verhältnisse ist das, wie gesagt, gar nicht so schlecht. So, das müsste es aber gewesen sein, jawohl. So, eigentlich würde ich ja sagen, Mann, Rolf, raste mal wieder ein bisschen aus, damit das hier schneller geht. Aber eigentlich wünsche ich mir das eher für stärkere und kritischere Gegner. Ich freue mich, wenn er überhaupt einmal zuhaut. Das reicht mir schon fast. So, dann könnte ich jetzt theoretisch, auch wenn sie noch relativ... Obwohl, nee, warte, wir machen das anders. Sie greift an und sie macht nochmal Sog. Das habe ich vorhin beim linken Gegner gemacht. Das heißt, Atea müsste dann fast voll sein. Also Selan nehme ich dann lieber, weil sie ja generell mehr abzwackt, bei gefährlicheren Gegnern, wo auch eine größere Menge bei rumkommt. Also hier würde halt ein bisschen was verbrennen, wenn sie jetzt so genommen hätte, weil sie ja ungefähr drei Viertel voll hatte in ihrer Leiste. So, unten haben wir keinen Weg mehr. Das heißt, der Drache hier oben und die Tür... Das ist das Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Ob das jetzt schon neue Drachen sind oder die, die wir schon kennen, ich weiß es nicht. Und mit Angriffsvorteil, sehr schön. Dunstdrachen, ich weiß, in den Siegeltürmen hatten wir einige davon. Ich weiß allerdings nicht mehr, was die konnten oder was die nicht konnten. Wir können ja mal wieder unseren Donnerdrache-Test machen, so nenne ich den ja ganz liebevoll. Wenn irgendwann mal Phönix noch hinzukommen sollte, wird es ein bisschen kompliziert. Weil ich habe immer gerne in einer Runde Phönix Frostfee probiert und eben Donnerdrache. Das habe ich im Hauptspiel, glaube ich, auch öfter mal gemacht. Oh! Okay, die sind massiv wasserempfindlich. Was auch interessant ist vor dem Hintergrund, dass Sky eher eine Zornattacke hat, die, glaube ich, water-based ist. Aber Donner ist auch nicht von schlechten Eltern. Ja, ich glaube, gegen die... Mal, wie viel Damage wir hier alle austeilen. Ich glaube, die hier werden eher weniger zum Problem. Und zwar so wenig, dass ich jetzt gleich auch mal in die Sog-Experimentierphase gehe. Können wir gleich mal gucken. Soll ich es mir aufschreiben? Wie heißt der? Dunstdrachen? Dunstdrachen? Ja. Ich glaube, das ist... Ich glaube, ich versuche mir das mal zu merken. Ich glaube, das ist gar nicht so viel. Also für Seeland-Verhältnisse. Oh, jetzt hat er Steinschlag gelernt. Okay, ich habe also diesen Punkt... Also das war so meine größte Befürchtung, dass ich irgendwie einen Punkt schon überwunden hatte, der mir diesen Skill verwehrt. Aber er hat ihn gelernt. Okay. Also wenn er den jetzt zu den richtigen Zeitpunkten auch noch zum Einsatz bringt, dann soll mir das recht sein. Dann finde ich das gut. Ja, toll. Geh mir weg mit Spiegel. Ich will das nicht. Ich will meinen Phönix-Zauber jetzt haben. Ich verlange doch nicht mal Abaddon. Ich will doch nur ein bisschen... Oh, da unten war schon wieder der nächste Golem. Habt ihr ihn gesehen? Eigentlich kein Thema, diese Gegner. Ich habe nur gerade einen taktisch sehr unklugen Schachzug vollzogen. Und zwar ist mir viel zu spät eingefallen, dass Atheas Bomber
bei diesem Gegner ja so unfassbar hilfreich ist. Und ja, das fehlt mir jetzt leider. Können wir mal gucken, ein bisschen Zornpunkte hat sie noch über, aber ich glaube, das wird nicht genug sein. Ich werde jetzt mit maximal normal angreifen. Die waren die feuerempfindlich? Ich glaube, Guy macht mir zu viel Schaden, da will ich jetzt keine Risiken eingehen. Bei ihr würde ich ganz gerne mal Frostfluch probieren. Ach, guck mal, der Bomber, der geht. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal mehr als hilfreich. Jetzt bin ich sehr gespannt auf Frost. Zum Goldgolem habe ich mir nur aufgeschrieben, Donner, okay, aus der letzten Folge raus. Okay, und Frost ist scheiße. Und ich habe gerade mega das Déjà-vu, weil ich mir schon wieder denke, diese Erkenntnis habe ich bestimmt irgendwann schon mal gewonnen. Schade, dass der Rechte jetzt nicht auch hinüber ist. Aber ich glaube, der Rest sollte jetzt nicht mehr das Problem sein. Guy greift mal den Linken an und die Mädels werden das jetzt hier mit Donner hoffentlich abschließen. Ich glaube, das sollte die letzte Runde sein. Maxim ist gar nicht mehr so weit davon entfernt, seine Schattenmacht auch einsetzen zu können. Und irgendwie habe ich das blöde Gefühl, dass das hier nicht die ätzendsten Gegner in dieser Folge bleiben werden. Sondern dass das hier irgendwo in Bälde noch getoppt werden wird durch irgendwas anderes. Aber wie gesagt, mein einziges Ziel ist gerade nicht mal irgendwie smooth durch die Etagen zu kommen, sondern überhaupt durch die Etagen zu kommen. Und ja, jede weitere Folge so rum ist auf jeden Fall erstmal schon ein Erfolg. So, ich weiß jetzt leider irgendwie schon wieder gar nicht mehr. Ich glaube, warte, darf ich mal ganz kurz nochmal gucken. Ich war nichts weiter, außer der Startraum unten, der nur die Tür nach oben hatte. Das heißt, eigentlich alles relativ linear. Hier haben wir jetzt aber zwei Wege, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich traue mich nicht, frontal auf den zuzulaufen. Also, ja gut, dieses im letzten Moment umdrehen, das ist okay. Aber dieses, wenn du versuchst, seitlich auf den zuzulaufen und der sich dann quasi von der Rückenansicht zu dir direkt umdreht, das ist jedes Mal der Mega-Abfuck. Aber ich werde jetzt hier einmal Magma-Wirbel einsetzen. Und die Mädels, wenn wir Glück haben. Ah, shit. Okay, also wenn das schon so anfängt, dann heißt es einfach nur Daumen drücken und hoffen, dass jetzt hier irgendein Wunder passiert. Ich möchte nicht dreimal Kälte hauchen. Bitte nicht. Vielleicht lag ich auch falsch mit der Theorie, dass die Frostfee auch haben. Weil ich hatte ja beim letzten Mal irgendwas erzählt, dass die Frostfee und wahrscheinlich noch irgendwas Krasseres haben. Könnte der Kältehauch sein, keine Ahnung. Ich bin jetzt auf jeden Fall sehr gespannt, wie viel Schaden Guy macht. Weil wenn er deutlich mehr Schaden macht als Atea, dann bestätigt sich auch diese Theorie, dass das nämlich der physische Schaden ist. Egal, ob du da einen Zauber einsetzt. Nee, ich glaube, Atea hat aber mehr Damage gemacht letztes Mal, oder? Also ich weiß nicht, ob ihr überhaupt noch wisst, worauf ich mich beziehe, aber so, weißt du was, wir machen jetzt einmal so. Sie macht zur Sicherheit einmal stärker, genau wie der Gegner auch. Voll die harmonische Runde, alle heilen sich erstmal eine Runde und rauchen eine Friedenspfeife. Darauf erstmal ein Schlückchen, Prost. Wow, dreimal stärker hintereinander. Es gab noch nie eine spannendere Szene in einem Let's Play, oder? Wir können uns doch gar nicht mehr davon abhalten, unsere Nägel vor lauter Spannung und Ekstase abzufressen. Warum hat er denn noch so lange überlebt jetzt? Okay. Ich muss nicht alles verstehen. Ich greife jetzt einfach mal an und hoffe, dass es irgendwie reicht. Oh, jetzt komm. Wir haben alle gesehen, dass du imstande bist, diesen Zauber zu wirken. Ja klar, die sind beide nicht tot gegangen, weil... Tot gegangen, kann man das so sagen? Oder ist das auch schon wieder so ein kaputtes Deutsch? Weil sie sich vorher geheilt haben. Und deren Heilungspower gar nicht mal so schlecht ist. Wir haben drei Türen. Drei. Da ist doch bestimmt irgendwo eine blaue Kiste drin, oder? Eine schöne blaue Kiste, aber bitte keine Fresskiste. Wobei die in der jetzigen Phase, glaube ich, auch nicht mehr Probleme machen würden. Also... Gehe ich mal von aus. Ich weiß gar nicht, ob es noch... Da ist auf jeden Fall ein neuer Gegner, der gleich neben mir spawnt. Jawoll! Das hat gut funktioniert. Höllenbote. Okay, das sind jetzt diese ganzen Viecher aus den Siegeltürmen. Hä, warte mal, habe ich mit Guy gerade angegriffen? Was war denn bei denen nochmal Sache? Ich versuche die mal normal anzugreifen und einfach aus dem Bauchgefühl heraus hier Nodaba einzusetzen.
Wäre vielleicht auch ganz hilfreich gewesen, sich außerhalb der Ahnenhöhle schon Notizen zu machen. Okay, Nodaba war eine gute Entscheidung. Hätte wahrscheinlich auch diesen Vampir-Heini daneben. Oha. Gut Damage ausgeteilt, alles klar. Also Atea und Dings schaffen das im Alleingang. Da braucht man auf jeden Fall nichts zu befürchten. Und sie kann dann hier mitarbeiten. Also das einzige Credo sollte wirklich sein, dass dieser Höllenfürst... Nee, wie hieß der? Höllenfürst? Nee, der hieß nicht Höllenfürst. Keine Ahnung. Den werden wir bestimmt nochmal antreffen. Der darf einfach nicht zum Angreifen kommen. Warum zur Hölle macht Maxim jetzt hier so viel Schaden? Ich habe keine Ahnung. Aber ich will das auch nicht irgendwie hinterfragen. Denn es ist gut, dass er das macht. Ne? Da sind wir uns einig. Ich sehe euch förmlich alle nicken vor meinem geistigen Auge. So, was kann denn der Magiepanzer? Beweglichkeit, Stärke, Angriff. Eigentlich nicht unbedingt das, was mir jetzt am wichtigsten ist. Eigentlich ist mir ihre Verteidigung nach wie vor am wichtigsten. Ja, das ist bitter. Das ist bitter. Da habe ich mir so ein richtiges Ei gelegt mit... Warte mal, habe ich nicht in irgendeinem Kommentar gelesen, dass es irgendwie... Guck mal hier! Fluchheiler gibt. Bezieht sich das jetzt auf die Ausrüstung? Ja! Geil! Danke auf jeden Fall für diesen Hinweis, wie mir das einfach gerade völlig random in den Kopf gekommen ist. Ey, das kann am Ende wirklich spielentscheidend sein. Also jetzt hier für den Fortschritt in der Ahnenhöhle. Ey, das ist ja der Wahnsinn. Ich glaub's gerade nicht. Okay, also ich habe schon mitbekommen, das habe ich auch in einem Kommentar gelesen, dass, ich glaube, der Todespanzer auch irgendwie so eine Wahrscheinlichkeit oder so ein Skill für Insta-Death oder so mitbringen soll. Aber, ne, die erhöhten Statuswerte, die haben jetzt absolut Prio. Okay, das ist sehr gut. Also ich habe keine Ahnung, wann ich den gefunden habe, den Fluchheiler, aber gut, dass ich noch einen über hatte. Der wird uns ja am Ende vielleicht unseren kleinen Pixel-Hintern retten. Mal gucken. Entschuldigung. So, ich glaube, so können wir jetzt weiter. 68. Ist es gerade ein bisschen dunkler geworden oder bilde ich mir das ein? I don't know. Guck mal, die ganzen Skelette hier am Boden. Das Spiel möchte mir etwas mitteilen. So, die helle Bade, die hatten wir, glaube ich, schon mal. Die ist irgendwann in Rolfs Rachen verschwunden, ohne bleibende Schäden anzurichten, scheinbar. Der ist halt irgendwie ein richtiger Künstler. Okay. Hier geht's jetzt los. Oh, da ist schon wieder dieser Goldgolem. Seriously? Ich glaube, diese Ogre werden aber noch krasser. So, warte mal, jetzt muss ich aber hier aufpassen. Bloß nicht nachlässig werden. Es ist nämlich hier noch nichts entschieden. Bin ich zu spät los? Nee, hat gerade noch so geklappt. Ich glaube, ein Schritt mehr und es wäre kritisch gewesen. So, hier setze ich jetzt auf jeden Fall die Schattenmacht ein. Bei den anderen bleiben... Soll ich den Bomber auch noch hinterher schmeißen kommen? Kürzen wir das alles ein bisschen ab. Ich hätte mir die Schattenmacht jetzt auch für die Ogre aufheben können. Aber ich setze das irgendwie lieber ein, wenn ich eine größere Gegnergruppe habe. Also mindestens drei. Ich weiß nicht, bei den Zweiergegnern... Ich meine, der wird zäh werden, der Kampf. Ich hoffe, dass ich den überhaupt irgendwie hinbekomme. Mal gucken. Vielleicht haben wir noch andere Gegner in diesem Raum, die uns helfen, unsere Zornpunkte zu steigern. Ich glaube fast nicht. Ja, jetzt bereue ich gerade ein bisschen, dass ich das so verballert habe. Aber weißt du was? Ich gehe erstmal in die anderen Richtungen, weil der bewacht so ein bisschen die Treppe. Und, boah, ey, das Messer, das wird's voll richten. Das müssen wir einfach dem Zyklopen ins Auge rammen und dann wird das schon. Ich sag's euch. Alles eine Frage der Technik. Wer braucht schon Statuswerte? Alles völlig überholt und überbewertet hier. Ja, Daumen drücken für den nächsten Raum, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich weiß gar nicht, welchen Gegner ich mir jetzt überhaupt wünsche. Doch, diesen Untoten, den hätte ich gerne nochmal. Also der wird, wenn ich es halbwegs geschickt anstelle, wahrscheinlich auch nicht zum Angreifen kommen. Aber, vielleicht kriegt man da Level-Ups noch bei raus oder so. So, was waren mit denen nochmal? Hier war Maxim und Atea extrem gut, was ihren Damage anging. Hatte mein Nachtdrachen, was habe ich mir aufgeschrieben? Ich kann meine eigene Handschrift nicht lesen. Ne? Mögen kein Frost- und Sogmittel. Ja, ich habe aber keinen Frostflug gerade zur Auswahl. Was heißt das jetzt für uns, Donner?
Ich weiß es nicht. Ich greife jetzt einfach mal mit jedem an. Ich habe ja Gott sei Dank den Angriffsvorteil auf unserer Seite. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Oger. Ah, und die können Terror. Das habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das ist ultra scheiße. Ja. Super. Und nu? Ich glaube, das wird schon wieder an unsere Heilsirup-Vorräte gehen, befürchte ich. War Nodder war hier auch eine gute Sache? Ich mache das mal auf beide, weil der linke schon halb tot ist. Aber wenn das jetzt gut reinhaut, dann haben wir den linken weg und dem rechten auch ein bisschen wehgetan. Was? Der lebt noch? Okay. Also irgendwas sagt mir, dass hier in diesem Kampf mindestens einer aus meiner Truppe jetzt sterben wird. Das sind mit Abstand, auch wenn sie die schönsten Drachen sind, dann mit Abstand die ätzendsten. Und Seeland hält auf jeden Fall mit Donner extrem gut aus. Rolf, bitte einmal überleben. Das wäre voll Knorke. Der macht sogar mit. Der überlebt nicht einfach nur, der kämpft sogar mit. Ich kann mein Glück gar nicht fassen. So, dann versuchen wir es mal mit Sog. Sie greift an. Oh. Ey, warum hat sie gerade so viel Damage ausgeteilt und beim ersten Mal nicht mal 300? Die hat irgendwie eine sehr komische Schadensspanne, wenn man das so nennen kann. Will, darf. Ihr wisst auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, denke ich mal. So, aber bisher kommen wir ja ganz gut durch. Also ich glaube, der Horror über die Goldgolems, der ist erstmal überwunden, seit ich gepeilt habe, wie man sich den annähern muss. Und vielleicht wird der Zyklop der nächste Albtraumgegner. Ich wette, der Zyklop, der wird nämlich imstande sein, oder der Oger, keine Ahnung, uns zu one-hitten, weil wir einfach nicht die krasse Ausrüstung für alle jetzt haben. Ich habe nicht einen einzigen Ring bisher gefunden in dieser Höhle, ne? Das ist irgendwie krass. So, ich gehe jetzt einfach auf den zu. Jawohl, sogar Glück gehabt, sehr schön. Oh, guck mal hier. Frostfee zum ersten Mal. Also in der Ahnenhöhle zumindest. Ja, das ist die schwächere Variante. Ich hatte recht mit meiner Theorie. Frostfee, aber das scheint irgendwie... Frostfee ist nicht der Standardzauber. Also zumindest hier im Let's Play haben die öfter den Kältehauch bisher eingesetzt. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine kleine Möglichkeit gefunden, den Kampf ein bisschen zu vereinfachen. Und zwar die mit Hilfe der... Na, sag schon, Salamander-Strategie, kann man das so sagen. Also, dass die Mädels... Yay, hi, Sirup. Ich küsse dich, mein liebster Sirup, du. Oh, ich will keine Nachtdrachen wieder. Bitte nicht. Sind meine Leute geheilt? Also, was meine ich mit Salamander-Taktik? Nämlich, dass die Donnerzauber sich auf beide einfach verteilen. So. Und die Jungs, wenn sie dann noch nachkloppen, den Gegner dann finishen. Das hat jetzt gerade ganz gut geklappt. So, was machen wir hier? Guy ist eigentlich somit das schwächste Glied in der Gruppe. Donner hat beim letzten Mal richtig gut funktioniert. Das nehme ich jetzt nochmal. Und Nodaba geht wieder auf beide. Ja, Guy ist jetzt der Einzige, mit dem ich nichts anzufangen weiß. Aber das ist okay. Wenigstens weiß ich jetzt, wie wir denen am besten beikommen. Also ich hoffe, dass das die beste Vorgehensweise ist. Wenn dann Rolf am Ende nochmal mitspielen würde, das wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ich bin gespannt, ob der Linke jetzt verrecken wird, wenn Maxim da nochmal drauf klopft. Nee. Hat unfassbar viel Energie, ey. Krass. Aber Rolf ist in the game. Das ist gut. Das könnte nämlich bedeuten, dass beim nächsten Nodderbar... Deswegen mache ich jetzt mit Seeland auch nichts großartig. Ist das für beide eventuell schon das Ende ist. Ich schätze mal, die haben so ungefähr Pi mal Daumen 1000 KP. Kommt das hin? Ah, shit. Also wenn jetzt jemand verrecken sollte, was aber nicht passieren wird, okay, dann wäre das sowas von meine Schuld gewesen. Weil hätte ich mit ihr gezaubert, hätte sie auch mit einem Donner den zweiten gefinisht. Aber egal. Es ist ja nochmal gut und glimpflich ausgegangen, nicht wahr? So, sind wir dann... Ach nee, der Kumpel wartet noch auf uns. Na, Glückwunsch. Okay, haben wir in den anderen Räumen nur Sackgassen gehabt? Ey, das ist das Schöne, ne? Wenn du immer brav alle Gegner aus dem Weg räumst, dann kannst du dich total frei hier bewegen. Ey, der ist jetzt so ein bisschen wie so ein Endgegner. Wie er da so die Treppe bewacht. Ich habe Angst. Und Respekt. Ich habe gerade keine Energie verloren in dem anderen Kampf, ne?
Ich habe einen Angriffsvorteil, jawohl. Das ist auf jeden Fall schon mal viel wert. So. Ja, das Problem bei denen, Megazyklop. Ich glaube, das waren nämlich die Viecher, gegen die nichts wirklich richtig gut war. Ich mache jetzt mal wieder die Drache-Donner-Kombi. Ich glaube, Nodaba war bei denen jetzt auch nicht so krass. Das hätte ich mir gemerkt. Die sind mir in Erinnerung geblieben als Gegner, wo ich mit Zaubern nicht wirklich weiterkam. Drache ist schon mal ganz gut. Wenn Donner jetzt bei über 300 landet, habe ich meinen Zauber gefunden. Aber eventuell macht es auch Sinn, mit den Mädels mal anzugreifen. Ja, okay, Donner ist die bessere Wahl. Das ist schon mal gut. Und einer wird bestimmt nicht sterben, ne? Ja, das war leider klar. Ah, selbst mit Rolfs Hilfe nicht. Okay. Das ist dann wohl ein Statement, würde ich sagen. Ich werde jetzt mal mit beiden Mädels nochmal angreifen. Das ist zwar ein bisschen riskant, aber nicht das eine irgendwie so eine krasse... Ah, shit. Okay, das war... Mega die Potenzialverschwendung. Okay. Der Warnschuss ist angekommen. Alles gut. Jetzt können wir uns alle wieder beruhigen, ja? Also, bloß nicht in Stress und Hektik verfallen. Das wird schon alles wieder ein bisschen stärker gezaubert und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ich weiß nicht, Selan und Atea hätten das bestimmt nicht überlebt, oder? Ich weiß es nicht. Na gut, ich hoffe, der überlebt jetzt diese Runde im Gegenzug nicht. Für die Zornpunkte ist das gar nicht so verkehrt. Von mir aus darf er gerne auch Geinoreise auf den Deckel geben. Aber nein, bitte nicht fliehen, Rolfi, bitte. Genau, abwehren ist eine gute Entscheidung. So darfst du das gerne machen. So, und jetzt donnern wir hier beide mal um die Wette. Ach, warte mal, ich könnte trotzdem... mein Nodaba mir angucken. Das wird jetzt bestimmt irgendwie das K.O.-Kriterium sein, weil jetzt irgendjemand drauf geht, weil ich den dadurch nochmal zum Angriff lassen komme. Kommen lasse. Lassen komme, oh Mann, ey. Schon wieder voll die Deutsch-Fails hier. Kein Part ohne, ne? So muss das. Ah, der ist weg. Alles klar. Also ich finde, dafür, dass die so krass sind, hätten die ruhig auch 20.000 Erfahrungspunkte geben können, aber... Na gut, wir wollen mal nicht so pingelig sein. Alles klar, auf geht's in die nächste Etage. Ja, da ist schon wieder der nächste. Wird bestimmt auch nicht der letzte bleiben. Aber jetzt habe ich ein bisschen was an Zorn angegriffen. Und ich werde davon auch regen Gebrauch machen. Nein! Ach, trotzdem Vorteil. Okay, alles gut. So, einmal nehme ich die Schattenmacht. Wenn da jetzt nämlich zumindest einer verrecken sollte, dann wäre das schon mal eine Menge wert. So. Und der Kampf wird jetzt eben ein bisschen unkomplizierter, weil... Ah, ich hätte die Donnerangriffe verteilen können, ne? Falls Schattenmacht jetzt eine ausräuchert. Es wird nämlich bestimmt der Halbtote jetzt gleich sterben, der Linke. Cooler wäre es, wenn der Rechte verrecken würde. Oder beide. Ich meine, man kriegt ja trotzdem die Erfahrungspunkte. Jetzt wird's spannend. Ich freue mich schon, wenn einer zumindest... Ah, okay. Schade. Aber ich kann mir vorstellen, je stärker die Gegner, desto unwahrscheinlicher, dass da jemand drauf geht. Okay, das ist jetzt unschön. Wir machen mal alles genauso wie in Runde 1. Und irgendwer wird jetzt gleich richtig eins aufs Fressbrett bekommen. Die Frage ist nur, wer. Also von mir aus gerne nochmal auf Maxim, wenn du unbedingt wieder deine... hässlichen Fäuste schwingen muss, aber Hauptsache, egal auf wen es geht, Hauptsache, dieser jemand überlebt. Ey, wie viele Heilsirup habe ich jetzt hier gefunden in der Folge 1? Den würde ich ganz gerne als plus 1 in die nächste Folge mitnehmen, weißt du? Aber Atea bekommt echt wenig Zornpunkte, ne, wenn sie getroffen wird. Ach, warte, gerade fast einen Fehler gemacht hier. Ich gebe jetzt mal die kleine Heilung. Ich glaube, das war vorhin auch bei Selan ein bisschen zu viel. Ja, guck mal, die kleine reicht locker. Also ich gehe mal davon aus, dass sie den nächsten Schlag jetzt auch noch überleben würde. Oh, die sind aber nervig. Die sind zäh. Die sind schaffbar. Aber richtig ungemütlich wird es, wenn ich diesen Kampfvorteil eben nicht habe, ne? Dann dauert es auf jeden Fall nochmal doppelt und dreimal so lange. Ich brauche einfach immer irgendwie Schattenmacht und ein bisschen Glück. Damit dann auch jemand mal verreckt. Aber andere Gegner wären auch okay. Sind das noch die dunklen Drachen? Was ist denn das hier für ein Drachenhort?
Das ist auf jeden Fall schon wieder eine super kurze Etage. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Weil in der jetzigen Phase ist so ein bisschen Leveln auf jeden Fall nicht verkehrt. Das habe ich gerade gefunden. Megapeitsche, die haben wir jetzt zweimal. Die hatte doch irgendwas Gutes. Die Himmelskraft. Ja, die war... Die hat uns über einige Etagen gute Dienste geleistet. Ich würde halt so gerne auch mal einen Ring finden, ne? So, warte mal. Den hier könnte ich mit ein bisschen Glück ganz gut hinterrücks erwischen, weil die Büsche hier ganz gut platziert sind. Nein, das war so klar. Ach so, warte mal. Der war doch easygoing. Was war denn bei dem nochmal? Der war super wasserempfindlich. Kann das sein? Ich habe jetzt keinen Angriffsvorteil. Ich weiß leider nicht mehr, wie viel die vertragen haben. Vielleicht mache ich jetzt auch gerade was ganz, ganz Schlechtes. Aber ich verteile die Drache-Angriffe jetzt mal auf beide. Doch, Dunstdrache, das war... Die waren gegen Wasser, finde ich. Und ich glaube, das war Damage, wo bei Seelan zumindest über 500 bei rumgekommen sind. Ja, und bei Atea auch, alles klar. Also wenn das jetzt klappen sollte, dass sie in einer Runde tot sind und gar nicht an die Reihe kommen, dann sind das eigentlich so gesehen die neuen Jackpot-Gegner hier. Aber die werden, glaube ich, auch nicht mehr lange bleiben. Boah, über 600. Nicht schlecht. Okay. Ich traue mich gar nicht hinzugucken. Scheibenkleister. Ich meine, wir haben es noch überlebt. Die greifen Gott sei Dank nur einmal an. Oh! Hallo Rolf? Hatte ich irgendwas erzürnt? Ich glaube, der ist einfach ungeduldig. Der will einfach weiterkommen hier, genauso wie wir alle. Ja, okay. Soviel zu dem Thema, dass das die Jackpot-Gegner sind. Ich glaube, ich nehme alles wieder zurück. Und lass mich raten, da sind noch zwei weitere von denen, nicht wahr? Immerhin mit Vorteil, jawohl. So, mache ich jetzt irgendwas anders? Ja, ich mache jetzt irgendwas anders. Und zwar... werde ich jetzt alle auf einen hetzen. Ja. Da nehme ich keinen Bock, zweimal diesen Hades-Scheiß hier auf uns herniederprassen zu sehen. Auch wenn das, wie gesagt, für die Zornpunkte ganz gut ist. Also, das ist... Also, man muss hier wirklich in der Ahnenhöhle, finde ich, mit den Zornpunkten, die massiv auch mit einkalkulieren, was so die einzelnen Kämpfe hier angeht. Weil ohne die wäre ich bis hierhin auch gar nicht gekommen. Ne? Also... Ja, deswegen, ich glaube, die reinen Statuswerte sind hier gar nicht so wichtig. Ich glaube wirklich, dass gute Zornattacken hier der Schlüssel sein können. Ich meine, am Ende hängt eh das Allermeiste vom Glück ab, aber... Ach shit, warte mal, meine MP, die sehen gar nicht mehr so gut aus. Was machen wir denn da? War der Dunstdrache gut zum MP abzwacken? Ich weiß es nicht mehr. Testen wir das mal mit Atea. Jetzt mit Seelan erstmal nichts verballern, weil ich glaube, dass normale Angriffe auch ausreichen werden. Das ist jetzt nicht so das Übermaß, ne? Ich weiß es nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Gegner, bei denen sich das wieder lohnt. Wo ich mich auch trauen kann. Und wir haben jetzt noch exakt eine Etage Zeit. Also zumindest in dieser Folge. Um das auszutesten. So. Ich hoffe, das wird jetzt nicht unsere K.O.-Etage. Ich bin kurz davor, den nächsten Teilerfolg hier für mich zu verkünden. Das ist auf jeden Fall die Treppe. Okay, Krabbeltöter brauche ich mir jetzt wirklich nicht anzugucken. Das ist noch ein Relikt aus der Seehöhle, hieß sie, glaube ich, ne? Aufwecken. Okay, das ist hier... Ich glaube, ich bin hier auf dem Schrottplatz der Ahnenhöhle gerade gelandet. So, da sind nochmal diese Viecher. Wenn der sich jetzt nochmal umdrehen würde, das wäre herzallerliebst, ja? Nein! Was mache ich mit denen? Okay, warte mal. Ich greife erstmal alle an. Wie waren das nochmal? Donner war gut. Nodaba war besser. So, ich gehe jetzt mit Nodaba wieder auf beide. Ich weiß, ich kann mich mental immer gar nicht so mal auf den Drachen einstellen. Immerhin weiß ich noch, dass Maxim und Atea auch mit ihren Angriffen hier ganz gut was austeilen. Aber bei denen ist meine größte Angst halt ihre Terrorattacke. Und ich müsste auch Sog mal wieder einsetzen. Das war gut. Das ist auch gut. Kein Terror, sehr schön. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen.
Also Guy ist leider schon wieder mega sinnlos. Der wird vielleicht jetzt von seinen Zornsachen mal Gebrauch machen. Nee, da hat er leider nichts. Bisschen zu früh gefreut. Ich werde jetzt auch, wenn es töricht ist, mit ihr mal so probieren und sie darf wieder Nodderba einsetzen, klar. Alles andere wäre jetzt auch nicht allzu klug, schätze ich mal. Und dann gucken wir mal. Ich hoffe trotzdem, auch wenn die Gegner hier ein bisschen zäh sind, dass diese Etage jetzt ein bisschen größer ist. Ob wir vielleicht noch ein bisschen leveln können, vielleicht einen guten Zauber noch mitnehmen können oder eine blaue Kiste. Ich habe schon lange keine Motivationsanfütterung mehr bekommen. Das darf gerne mal wieder passieren hier. So, jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie viele MP-Seelern mitgenommen hat. Keine Ahnung, wo ich gedanklich schon wieder war, aber ich glaube, es war okay. Wir greifen jetzt mal alle an. Ich glaube, das könnte es gewesen sein. Jawohl. Sehr schön. So, Levelaufstiege dauern jetzt wieder ein bisschen. Ich hätte jetzt auch mit Atea am Ende nochmal Sog genommen, aber der war ja quasi schon ausgesogen von Seelan. So, wir haben unten links einen Weg und oben rechts einen Weg. Okay, das sieht mir sehr nach Gegnerraum aus. Shit, ey, da waren auch irgendwie wieder neue Hydra-Viecher. Boah. Da. Ja, hier bekommen wir jetzt einen lustigen Vorgeschmack wahrscheinlich. Aber der dreht mir den Rücken zu. Das ist... Scheiße. An denen bin ich auch schon mal verreckt in der Ahnenhöhle. Hier würde ich jetzt alle Geschütze ausfahren, die mir irgendwie zur Verfügung stehen. Ich glaube nämlich, das kann ganz schnell, ganz, ganz schnell zu Ende gehen hier. Donner oder Frost? Ich versuch's mal mit Donner. Und hier nehmen wir Donner und Magma. Vielleicht sind sie gegen eins von beiden empfindlich, würde ich sehr begrüßen. Na, das war leider jetzt schon mal nicht so sinnvoll. Boah, das dafür umso mehr. Okay. Donnerschrei kann eine Menge... Boah, wenn Rolf jetzt hier noch mitmischen würde. Alter, was die aushalten. Nicht euer Ernst. Jetzt habe ich Angst. Also, ich hätte schon Angst, wenn hier nur einer vor uns stehen würde. Ich probiere jetzt mit ihr Donner und mit ihr Nodderba. Also wenn mich das Spiel noch lässt, würde ich danach auch mal einen Drachen probieren, aber ich glaube, wir können schon froh sein, wenn wir den Kampf generell für uns entscheiden. Das war eine ganz schlechte Idee. Oh, bitte finish den jetzt. Bitte finish den jetzt, bitte. Bitte, 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 bitte. Boah. Der ist immer noch nicht tot, seriously? Okay, wie oft greifen die jetzt an? Okay, ich glaube, das war's. Viermal. Ich weiß, warum ich damals bei denen verreckt bin. Shit. Okay. Orki ist dann wohl der Gegner, der uns das Ende hier beschert. Und jetzt kommt der andere nochmal an die Reihe. Das war's. Also was ich mir merken muss, falls ich irgendwann nochmal Ahnenhöhle streamen will oder so, dass ich um diese Gegner einen ganz weiten Bogen mache. Was mich jetzt hier an diesem Gegner explizit nur ärgert, ist, dass der ja einen massiven Schwachpunkt hat, ne? Jetzt ist der weg. Also ich meine, es ist noch nicht ausgeschlossen, dass ich mich jetzt hier wieder aufgepäppelt kriege, aber boah. Ich werde jetzt hier mal die Schattenmacht probieren, denn wenn wir Glück haben, ihr wisst, worauf ich anspiele, ne, dann könnte es das eventuell gewesen sein. Große Frage ist jetzt, ich würde mich eigentlich ganz gerne aufpäppeln wollen. Ich glaube, mit allen anderen werde ich das jetzt auch machen. Guy kam leider, glaube ich, erst nach dem Gegner ran. Ne? Das heißt, egal was er jetzt auswählt, es wird zu spät kommen. Ich kann echt nur beten. Weil Atea wird Heilsirup nehmen müssen, damit überhaupt Seelan irgendwie wieder aufgepäppelt wird. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Maxim getroffen wird, kam Maxim wenigstens vor dem Gegner noch an? Ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt hier einmal Kraftsirup und hier einmal Heilsirup. Also noch will ich den Kampf nicht aufgeben hier, aber es wird schwer. Ja, vor allen Dingen, wenn dann solche tollen Sachen noch mit dazukommen. Alter Verwalter. Die Schattenmacht war jetzt mein einziger Anker, den ich noch hatte. Ich glaube, das können wir uns knicken. Hier einmal Sturzbach. Donner.
Was haben wir hier? Bomber? Naja, irgendjemand muss jetzt ja auch für ein bisschen Heilung sorgen. Ey, das wird nichts mehr, Leute. Das wird nichts mehr. Ich nehme jetzt stärker nur auf sie. Oder ist das too much? Oder... Ah, das ist gerade schwer. Oder sollte ich lieber einen Heilsirup auf Maxim nehmen? Ich meine, ich verballer die jetzt ein bisschen, aber ich glaube, es macht mehr Sinn. Vielleicht habe ich ja Glück und Atea wird irgendwie nicht getroffen oder so. Keine Ahnung. Krass. Krass! Also, ich habe aber schon, als ich die gesehen habe, wusste ich direkt, okay, die werden massiv zum Problem. Warte mal, wenn jetzt nur Atea stirbt, dann könnte das eventuell noch ein kleines Wunder geben. Ein ganz klitzekleines. Wenn ich jetzt was genau mache. Normale Angriffe wären wahrscheinlich, ich weiß nicht, R und Donner? Oder sollte er lieber Heilung mit Heilung um sich schmeißen? Ich weiß es nicht, aber ich muss auch hier irgendwie zu Potte kommen. So, ich bin gerade voll überfordert. Ich glaube, das war's jetzt, weil... Nee, komm, ich muss jetzt hier mit Donner, ich muss irgendwie offensiv sein, weil... Vielleicht würde Guy sogar noch so eine weitere Kataplosion oder was das war überleben. Und das Ding ist... Warte mal, was macht das? Gibt allen Kämpfern... Ich habe jetzt mit Guy angegriffen, ne? Habe ich mit ihm angegriffen? Ich mache das sicherheitshalber nochmal. Ich nehme jetzt mal diese Ego-Kraft. Die wird uns, je nachdem, was hier gleich kommt... Ja, okay, wenn die Angriffe jetzt auf Selan gehen, wird es schwierig. Maxim ist eine gute Partie, nicht auf Selan. Danke. Toll. Super klasse. Es kann trotzdem passieren, dass die Jungs das jetzt hier noch für sich entscheiden werden. Alter, wie oft dieses Vieh angreift. Ich habe hier gerade schon wieder Hass ohne Ende. Und vor allen Dingen, es gibt noch einen Raum mit so einem Ding, ne? Aber diese Viecher würde ich ehrlich komplett übergehen. Das ist nicht wahr. Dass das hier noch funktioniert hat, ey. Das ist nicht wahr. Guck mal, wie kaputt meine Gruppe ist. Oh, weia. Okay. Ja, das ist eine interessante Grenze, die einem hier aufgezeigt wird. Ist auf jeden Fall angekommen, der Warnschuss. Ja, es geht los, Leute. Der erste Gegner, an dem ich jetzt versuchen werde, vorbeizurennen. Auch wenn die wahnsinnig viele Erfahrungspunkte da lassen. Oder waren das jetzt nur so viele, weil sich das auf weniger Köpfe verteilt hat? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Boah, ist das krass, dass das noch geklappt hat. Ich kann es gar nicht glauben. So. Ja, toll, dass der hier wieder direkt im Eingangsbereich sich aufhalten muss. Ich glaube, der wird mich jetzt erwischen, weil ich will die Kisten hier haben. Nee, der geht nach oben. Ach, du Scheiße. Ja, ich glaube, das war's, Leute. Es sei denn, ich werde ab... Ah, guck mal, wie viele hiervon auch sind, ne? Was? Da ist ein... Alter. Okay, niemals mache ich das. Nie, 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 niemals. Ich würde nur gerne sehen, ob da auf der rechten Seite irgendwie eine blaue Kiste ist. Aber selbst wenn, da komme ich niemals hin. Ich muss das jetzt ausnutzen. Shit. Dass der sich so ein bisschen hinter die Kiste gedrängelt hat. Oh mein Gott. Okay. Leute... Ab der nächsten Folge, das könnte eventuell so eine 5-Minuten-Folge werden, weil das schon in der nächsten Etage schieflaufen wird. Aber ab der nächsten Folge werde ich versuchen, durchzurushen, beziehungsweise mich langsam rantasten an Gegner, die neu sind. Kann ich mir eigentlich angucken, wie voll meine Zornleisten jetzt hier sind? Ich weiß das aus dem letzten Kampf heraus gar nicht mehr. Ey, ich meine, die sind hyperdonnerempfindlich, ne? Soll ich mal einen noch versuchen mit dem Wissen, was wir jetzt haben? Ich meine, wir haben jetzt alle voll mit MP und mit KP. Ich hätte aber halt gerne einen Kampfvorteil. Den könnte ich eventuell jetzt kriegen, wenn ich weiter geradeaus gehe. Ne, ne, ne. Ich habe mein Schicksal damit offiziell besiegelt, befürchte ich. Sturzbach war ganz gut. Ach, das geht auf beide. Okay, wenn das auf beide geht... Also ich will jetzt nicht sagen, dann kriegen wir das hier mir nichts, dir nichts, easy peasy hin. Aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es klappen könnte. Ich meine, die kriegen jetzt die volle Breitseite... Was habe ich denn gerade mit Maxim genommen? Habe ich normal angegriffen? Bin ich dumm?
Was habe ich gerade mit Maxim gemacht? Ich habe völlig geistesabwesend wahrscheinlich einen normalen Angriff jetzt gemacht. Obwohl der mit Donner definitiv mehr Damage austeilen würde. Okay, Angriffe, die sich auf die Jungs verteilen, sind sehr, sehr gut. Und wichtig wäre, dass Guy jetzt auch dazu kommt. Ah, der hat auch voll die Bombenabwehr. Eigentlich ist Selan der einzige Schwachpunkt hier bei den normalen Angriffen. Das läuft gerade ausgesprochen gut. Muss ich ja mal vorsichtig anmerken. Ich meine ja, okay, jetzt kommt leider der andere noch an die Reihe. Ist eigentlich auch gar nicht so verkehrt, dass Rolf das so ein bisschen auffängt. Oh, nicht sterben. Nein. Er war noch nicht mal an der Reihe. Aber das ist die Strafe dafür, dass ich ihn wahrscheinlich nur habe angreifen lassen. Keine Ahnung, das war es dann auch mit Rolf. Schwierig, schwierig, schwierig. So. Vor allen Dingen, weil Guy halt erst so spät rankommt, ne? Und ich mit den Mädels eigentlich zaubern müsste. Aber ich die halt auch zum Heilen brauche und das echt zum Problem wird. So. Ich werde jetzt einen Heilsirup so nehmen. Ich glaube, wir haben das jetzt eh verkackt. Ja, die werden jetzt beide Donner casten. In der Hoffnung, dass wenigstens einer jetzt wegfällt. Weil ganz ehrlich, so eine Angriffskaskade von dem zweiten könnten wir mit ein bisschen Glück irgendwie noch überleben. Ja, die Mädels kommen Gott sei Dank relativ früh ran. Ich glaube, der müsste jetzt tot sein, der Linke. Oder? Ja, immerhin. Ja, aber der teilt zu krass aus. Bei Selan könnte auch noch ein bisschen was abfangen. Zählt ja eigentlich mit, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe vorhin irgendwie bei 5 oder so aufgehört zu zählen. Bitte überlebst. Nein. Ja, das war's dann jetzt. Kann ich eigentlich aus den Kämpfen hier noch irgendwie fliehen? Soll ich es probieren? Ja. Cool. Alles klar. Wisst ihr was? Dann habe ich jetzt wirklich das, was ich schon angekündigt habe, wo sich vielleicht der ein oder andere auch drauf gefreut hat. Ich meine, solche Parts sind ja auch ganz witzig. Also beim nächsten Mal dann wirklich Kamikaze, ne? Da führt jetzt kein Weg mehr dran vorbei, weil die Gegner sind mir zu stark. Ich habe es jetzt nochmal auf den Versuch ankommen lassen, aber ihr habt es ja gesehen. Das ist mir zu heftig. Ey, die Ahnenhöhle ist noch nicht zu Ende. Ich kann jetzt zwar nicht sagen, hey, wir haben die 5 Etagen super gut abgeschlossen, aber ich bin sehr gespannt, muss ich sagen, auch wenn das jetzt so ein kleiner Rückschlag war, wie es beim nächsten Mal läuft. Und ja, bedanke mich an dieser Stelle aber erstmal fürs Einschalten und würde mich wie immer sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao.